Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Kokosöl. Und zwar, ich weiß, es gab eine Riesendebatte im Internet, vor allem auch auf YouTube, um Kokosöl wegen dieser einen Rede, die gehalten wurde auf der Universität. Aber trotzdem möchte ich gerne euch bekannt geben, wie ich mein Kokosöl verwende, und vielleicht habe ich den ein oder anderen Tipp, den ihr noch nicht kennt. Ich sage jetzt mal zusammenfassend, worum es hier geht. Wen es nicht interessiert, der kann abschalten. Ich habe mir auch eine Liste gemacht, weil ich natürlich überlegt habe, damit ich nichts auslasse. Also ich verwende es zum Kochen und Backen, das ist allgemein natürlich bekannt. Dann verwende ich es zum Verlängern der Frische von Eiern sozusagen, wenn ich nicht dazu komme, den Kuchen zu backen, der geplant war. Da kann man Eier bis zu einem halben Jahr länger haltbar machen. Dann Öl ziehen, also sozusagen nüchtern im Mund 20 Minuten schwenken. Dann Rasiercreme abschminken bei Fuß- und Nagelpilz, Intimpflege gegen Zecken bei Mensch und Tier. Hautpflege, ja sowieso Haarpflege, Linderung bei Sonnenbrand etc. Also wenn da was für euch dabei ist und euch das interessiert, dann bleibt dran. Ansonsten viel Spaß bei diesem Video. Genau, also das Erste, ich verwende Kokosöl zum Kochen und vor allem zum Braten. Also wenn ich Fleisch anbrate, ich esse sehr, sehr wenig Fleisch, aber wenn ich Fleisch esse, dann verwende ich es zum Anbraten, auch für Gemüse. Und zwar bevorzuge ich da Kokosöl, weil Kokosöl nicht spritzt. Also Kokosöl kann man ganz, ganz stark erhitzen. Der Rauchpunkt liegt bei 230 Grad, ungefähr 234 oder 36 Grad, glaube ich, waren es. Und genau, also es ist... wenn man in der Pfanne eben Sachen anbrät, dann ist es oft so, Olivenöl oder Maiskern oder Maiskeimöl spritzt total und dann muss man alles wieder putzen. Von dem her finde ich es zum Braten wirklich sehr, sehr gut. Beim Backen liebe ich es auch, weil es eben diese natürlichen Aromastoffe hat nach Kokos. Das passt natürlich auch sehr, sehr gut dazu. Und es ist natürlich so, dass wenn man andere Öle wie Olivenöl beispielsweise erhitzt, gehen viele gesunde Stoffe schon verloren. Und dadurch, dass Kokosöl so hitzebeständig ist, bleiben die eben in Kokosöl erhalten. Genau, dann das Nächste zum Verlängern der Frische von Eiern. Also es ist oft so, man kauft 10 Eier, wenn man auch alleinstehend ist, vielleicht nur 6. Wenn es mal nicht 6 Eier gibt, dann hat man 10 zu Hause. Und was macht man mit so vielen Eiern dann im Kühlschrank? Und sie werden dann nur schlecht. Und dann kann man diesen Test machen im Glas, ob sie noch oben schwimmen oder ob sie schon sinken. Und beziehungsweise ob sie schon hochschwimmen oder ob sie noch sinken. So müsste es richtig sein, weil wenn das Ei natürlich oben schwimmt, dann ist schon Sauerstoff drin und dann ist es nicht mehr gut. Auf jeden Fall kann man Eier tatsächlich bis zu 6 bis 8 Monate länger haltbar machen, wenn man es mit Kokosöl einschmiert. Also drumherum die Schale. Jetzt versiegelt nämlich dann die Poren und dann kann kein Sauerstoff eindringen. Und zwar müsst ihr aber schauen, dass das Ei sozusagen nicht direkt aus dem Kühlschrank kommt, sondern Zimmertemperatur hat, weil sonst wird es ja hart. Also ganz wenig Öl, aber so, dass es schließt und das ganze Ei umfängt. Und wer das nicht glaubt, bitte informiert euch. Dann gibt es die sogenannte Detox-Kur. Also es gibt ja einige Detox-Kuren. Es gibt ja auch diese grüne Smoothie-Kur sozusagen. Aber wer sich dafür entscheidet, sich mit Kokosöl zu entgiften, der sollte also planen und circa 4 Tage bis eine Woche das auch durchziehen. Und zwar 1 bis 2 Teelöffel Kokosöl täglich zu sich nehmen und runterschlucken pur. Und das bindet dann die Giftstoffe und entschlackt sozusagen den Darm, neutralisiert die Darmflora. Schlacken werden dann gebunden und ausgeschieden. Und es ist auch so, also wer Angst hat, irgendwie durch diese Kur dick zu werden, das ist ein Triglycerid, also eine mittelkettige Triglyceride, so heißt es. Das erkennt sozusagen der Körper nicht als Fett an, also wird es auch nicht als Fett angelagert. Und Kokosöl hat natürlich auch eine antifungale Eigenschaft, also tötet Pilze ab. Wer beispielsweise auch mit Darmpilz zu kämpfen hat aufgrund von Antibiotika-Einnahme, das ist ja oft die Nebenwirkung davon, das wäre vielleicht eine Option, diese Kur mal zu machen. Und es ist natürlich auch antibakteriell und deswegen kann man das auch ganz gut bei Bedarf sozusagen als Intimpflege anwenden. Und zudem aufgrund der antimykotischen Wirkung kann man es auch eben bei Fuß- oder Nagelpilzbefall sozusagen anwenden und einfach einschmieren, sich auf die Nägel, auf die Fußnägel einschmieren. Natürlich muss man das öfter machen, es geht nicht von heute auf morgen weg.
Man kann es dann auch mit Teebaumöl kombinieren, mit diesem ätherischen Teebaumöl. Das ist natürlich auch antibakteriell, antientzündlich übrigens auch. Und dann sollte man das ganz gut in den Griff bekommen. So, weiter geht's. Und zwar Kokosöl, das ist natürlich schon bekannt. Also es gibt viele, viele Shampoos, die Kokosöl enthalten und auch Spülungen und Kuren und so weiter und so fort. Und ich denke mir dann immer, wenn mir Leute erzählen, ja, schau mal, das neue tolle Shampoo, das ich gekauft habe, es enthält Kokosöl, dann denke ich mir, das ist so, oder so ein Haaröl. Es gibt ja auch Haaröl, so ein Wunderöl von diversen Marken und Firmen, wo ich mir dann denke, weil dieses eine Wort da drauf steht, kauft ihr jetzt diese Kur mit so vielen chemischen Zusatzstoffen noch zusätzlich für so viel Geld. Jeder hat doch wohl heutzutage Kokosöl zu Hause, da kann man sich das auch pur in die Haare schmieren, natürlich nur in die Spitzen. Man kann auch Kuren über Nacht machen, da sollte man dann aufpassen, dass es natürlich nicht ins Kissen kommt und morgens dann auswaschen. Man kann es auch als Abschminke verwenden, zum Beispiel ist es so, wenn, also wer sich jetzt die Augen schminkt, natürlich aufpassen, dass es nicht ins Auge geht, weil Öl im Auge ist natürlich nie schön, das bildet sich dann so ein Film. Aber man kann es wirklich einreiben und dann mit einem Wattepad ganz normal abnehmen im Trocknen und dann ist das Auge auch schon total gepflegt und man braucht keine sonstige Antifaltencreme oder sonst was, weil das Öl, also dieses Fett, Kokosfett sozusagen, so viel Feuchtigkeit der Haut gibt, dass sie nicht spannt und so entstehen dann auch keine Falten, wenn man dann sich bewegt. Genau. Dann der nächste Punkt. Viele Mädels haben ja immer Probleme, das kennen wahrscheinlich einige, das richtige Rasiergel oder richtige Rasiercreme zu finden für die Beine sozusagen. Und es ist auch oft so, wenn ich sozusagen ein Bad nehme, tue ich dann einen Esslöffel Kokosöl in das warme Wasser, das löst sich dann auf und dann wird der ganze Körper von so einem Film sozusagen umkleidet und dann kann man sich ganz normal die Beine rasieren und dann einfach aussteigen und sich abtrocknen und man hat ein wahnsinnig geschmeidiges Gefühl. Man muss natürlich aufpassen, dass wenn man jetzt die frisch gewaschenen Haare reinhängen lässt, dass man dann nicht irgendwelche Rückstände im Haar hat, am besten einen Dutt machen und die Haare danach nochmal gesondert waschen. Genau, es geht natürlich auch nur als Rasiercreme an den Beinen, aber da müsst ihr dann beachten, dass ihr es eben mit Wasser kombiniert, nur weil dann wird das Öl erst so richtig ergiebig. So, mein Lieblingspunkt und auch meine Lieblingseigenschaft eigentlich von diesem Kokosöl, wofür ich es liebe, und zwar das sogenannte Ölziehen. Ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat, aber ich beschreibe euch jetzt einfach mal, wie es geht, und zwar morgens auf nüchternen Magen. Nach dem Aufstehen einfach einen Teelöffel Kokosöl in den Mund nehmen und dann vermischt sich das ja irgendwann mit Spucke und dann kann man so hin und her schwenken, wie sagt man dazu. Auf jeden Fall nimmt es dann die ganzen Schlacken, die sich über Nacht im Mund gebildet haben, sozusagen auf und reinigt auch die Zähne, die Mundschleimhaut und einfach das Zahnfleisch und zieht sozusagen die ganzen Gifte raus in dieses Öl. Ihr dürft es dann natürlich auf keinen Fall schlucken, das wäre ganz, ganz schlimm. Im Idealfall bis zu 20 Minuten im Mund behalten und so von links nach rechts, ihr wisst schon, und dann auf jeden Fall ausspucken und den Mund dann auch mit Wasser natürlich noch klar ein paar Mal ausspülen und dann könnt ihr ganz normal Zähne putzen und frühstücken. Wichtig natürlich vor dem Frühstück und vor dem Zähneputzen. Dann im Sommer, und zwar die Mia hat ja also diesen Sommer, wir haben sie ja erst jetzt einen Sommer gehabt, genau eine Zecke. Und zwar lag das meiner Meinung daran, weil sie hat also immer einen Tropfen Schwarzkümmelöl ins Futter bekommen, einmal am Tag. Plus wir haben sie immer am Nacken und hier mit Kokosöl eingecremt. Also wir haben wirklich die Haare versucht beiseite zu schieben und dann die Haut sozusagen ein bisschen mit Kokosöl einzucremen. Oft auch mal die Tatzenballen und ihre Nase sowieso. Und dieses Kokosöl enthält einen Stoff, den mögen Zecken überhaupt nicht. Das gilt sowohl bei Tieren als auch bei Menschen. Dieser Geruch, den sie nicht mögen, nennt sich Kaprylsäure. Weiß nicht, wie man es ausspricht. Man schreibt es auf alle Fälle mit Y. Und da reagieren Zecken sozusagen allergisch drauf. Und deswegen beißen sie dann auch gar nicht zu und gehen auch gar nicht auf den Körper. Also das hilft wirklich bei Menschen und bei Tieren. Es gibt sogar Studien darüber, handfeste. Und zwar könnt ihr das natürlich dann mal googeln. Und zwar es gibt so ein Ärzteblatt und da stehen Studien dazu und auch sonst gibt es einige Artikel. Also einfach mal nachlesen. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen nächsten Sommer eine Option.
Weil diese ganzen chemischen Antizeckenschutzmittel, die sind natürlich jetzt nicht so fein für den Hund und für die Menschen, wer dann Kinder hat, auch erst recht nicht. Genau, und dann habe ich noch einen guten Tipp, und zwar, es ist ja total modern sozusagen, wer sich für Make-up interessiert, dass man oder dass sich auch die jungen Mädels sozusagen einen Highlighter ins Gesicht geben. Und ich mache das ganz oft so im Sommer, gebe ich dann, wenn ich mich frisch geschminkt habe, ich habe jetzt ein bisschen Kokosöl hier, so mit den Fingern, bisschen Highlighter so auf die Backen. Man muss natürlich immer schauen, wie viel, sollte nicht zu viel und nicht zu wenig sein. Ich habe jetzt natürlich keinen Spiegel, aber ihr seht natürlich, wie das dann glänzt. Und es wirkt auch wirklich relativ natürlich. Man kann es dann auch hier hinschmieren und es bleibt auch wirklich lange so. Ja, das ist so mein natürlicher Highlighter. Genau, dann der letzte Tipp. Ist vielleicht für Autoliebhaber ganz interessant. Oh Gott, ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht zu glänzend. Auf jeden Fall kann man natürlich auch Leder mit Kokosöl pflegen. Ich kenne eine, die verwendet dazu immer Nivea-Creme. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich bevorzuge dann natürlich Kokosöl. Man muss natürlich auch unterscheiden zwischen Wildleder und Glattleder. Also Wildleder, da würde ich es auf gar keinen Fall machen, aber Glattleder schon. Es duftet dann gut, es hält das Leder frisch sozusagen. Es vermeidet dann irgendwelche, also dass es sich aufraut oder das Leder auch einreißt. Genau. Könnt ihr euch auch mal informieren, wen es interessiert. Wobei es natürlich einfach ganz einfach ist. Ganz wenig Kokosöl nehmen und ihr müsst natürlich schauen, dass es dann keine Flecken macht, dass ihr es gleichmäßig verteilt, aber Glattleder ist natürlich eh schon in einer gewissen Weise versiegelt. Genau, das waren jetzt so meine Tipps zu Kokosöl. Und vielleicht habt ihr ja noch einen oder anderen Tipp, den ich nicht kenne. Das würde mich total interessieren, weil ich habe hier immer diesen großen Bottich sozusagen. Und ich habe extra dieses Etikett runtergemacht, weil sonst ist es ja wieder Werbung. Genau, also vielen Dank fürs Zusehen und macht ganz fleißig mit bei der Verlosung. Ich verlose ja zurzeit 2 Packungen CBD-Öl. Das läuft noch bis Ende November. Und am 1. Dezember ist dann die Auslösung und dann kommt es pünktlich zu Weihnachten bei euch an. Also ich habe schon ganz, ganz viele Kommentare bekommen, wo es wirklich um Schicksale geht. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich nur 2 Packungen verlosen kann, weil wirklich viele oder weil ein großer Bedarf sozusagen eigentlich da ist. Ja. Aber macht ganz fleißig mit. Ich drücke natürlich euch allen die Daumen und hoffe, es gewinnt dann der oder die beiden, die das am allermeisten sozusagen verdient haben. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.